Willkommen auf meinem Kanal. In meinem vorherigen Video hatte ich ja bereits erwähnt, dass ich dieses große Glas noch in einem Extra-Video dekorieren werde. Ja, und ich habe mir jetzt auch so meine Gedanken dazu gemacht und dekoriert werden wird das gleich mit Hyazinthen. Aber wisst ihr was? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich lege jetzt mal direkt los. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde als erstes den Glasboden dekorieren und dazu verwende ich Plattenmoos und Bollenmoos. Ich nehme jetzt aber mal als erstes das größte Stück Bollenmoos, was ich habe und platziere das halt hier in meinem Glas. Ich mache das jetzt mal bewusst so ein bisschen schräg. Die unschönen Stellen hier vom Bollenmoos, die werde ich jetzt wiederum mit meinem Plattenmoos bedecken. Dann sieht man das nachher nicht, weil mein Glas kann man auch von allen Seiten später sehen. Wenn man jetzt bei euch nur eine Seite sehen sollte von eurem Glas, dann müsst ihr jetzt die Rückseite hier nicht mitgestalten. Die Baumrinde habe ich jetzt auch schon in meinem Glas platziert und als nächstes nehme ich mal meine Hyazinthe aus dem Topf hinaus. Ich muss mir jetzt aber gleich erst die Wurzeln sortieren. Na, komm mal raus, du kleine Maus. Wo habe ich denn jetzt meine Wurzelkralle? Ach, da ist sie. Und wie gesagt, die Wurzeln werde ich mir jetzt sortieren. Ich versuche jetzt allerdings so viele Wurzeln dran zu behalten, ja, wie es machbar ist. Ihr werdet gleich sehen, warum. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal eben auf Zeitraffer, weil das dauert jetzt hier eine Weile, bis ich das Substrat hier entfernt habe von der Pflanze. Da werden jetzt auch etliche Wurzeln leider Gottes bei abbrechen. Und wie gesagt, ich probiere jetzt einfach mal so viele zu erhalten, wie ich kann. Ich hatte jetzt diese große Hyazinthe noch unterm Wasserhahn gehalten, um die noch ein bisschen sauberer zu bekommen, hat aber jetzt nicht wirklich was gebracht. Und als nächstes werde ich hier an dieser Stelle eine Schnur befestigen. So, ich mache das jetzt mal eben. Allerdings jetzt auch darauf achten, dass ihr das hier nicht an den grünen Stellen befestigt, also die Schnur. So, mal eben gucken. Die Schnur lasse ich jetzt auch erstmal ein bisschen großzügiger. Ihr werdet nachher sehen, warum. Jetzt wickele ich hier mal ein paar Mal drumherum. Nicht zu stramm ziehen, aber auch so stramm ziehen, dass das nachher so hängen bleibt. So, jetzt mache ich hier einfach mal einen Knoten hinein. Wie gesagt, nicht zu stramm ziehen, aber auch so stramm ziehen, dass ihr merkt, das hält. So, okay, das überschüssige Ende könnte ich jetzt eigentlich mal eben abschneiden. Wo ist meine Schere da? Zack. Mal eben gucken. Jo, sie hängt. Jetzt halte ich die hier mal ins Glas an. Aber ich glaube, ich mache die jetzt gleich noch mal ein bisschen sauberer, die Wurzeln. Ich hätte die Erde mehr auf meinem Tisch entfernen sollen. Ja. Ja, ich schneide die Schnur an dieser Stelle hier ab. Dann habe ich noch ein bisschen Reserve für nachher. Ja, und genauso mache ich das jetzt auch mit der anderen Hyazinthe. Da sind jetzt leider ein bisschen mehr Wurzeln bei draufgegangen, aber das ist nicht schlimm. Die Pflanzen haben nämlich ganz viel Energie in der Knolle. Also wenn jetzt gar keine Wurzeln mehr dran sein sollten bei euch, keine Panik bekommen. Wie gesagt, die haben ganz viel Energie in den Knollen, die Pflanzen. Das Glas hat hier oben übrigens einen Durchmesser von ca. 22 cm. Jetzt wird hier oben auf meinem Glas einfach ein Ast platziert werden. Dann nehme ich mir meine erste Hyazinthe und die Schnur wird jetzt einfach an dem Ast angebunden werden. Mal eben anhalten, wie tief ich die Hyazinthe gerne hängen haben möchte. Ja, kann man ja immer noch alles justieren nachher, wenn man möchte. Aber ich glaube, so ist das ganz gut. Obwohl, nee, die kann ein bisschen höher, sonst hängt die ja nicht. Oder machen wir dich da hinten hin? Jetzt muss ich gerade eben noch mal selber überlegen, wie ich das genau haben möchte. Ach, ich lasse das jetzt einfach so. Und jetzt mache ich hier einfach auch einen Knoten hinein, also an der Schnur. So. Das sind dann hängende Hyazinthen. Ich glaube, ich mache aber mal lieber hier einen Doppelknoten. Und das wird jetzt auch mit der zweiten Hyazinthe so gemacht werden. Wobei ich mir jetzt gerade noch unschlüssig bin, ob ich nicht noch lieber einen zweiten Ast hole. Weil ich denke, die hängt dann nachher ein bisschen komisch oder dich lassen wir einfach höher. Ich glaube, die kann aber auch ein bisschen höher. Ich sage, ich bin jetzt irgendwie noch ein bisschen unschlüssig. Ach, mit zwei Ästen geht das dann doch einfacher. Ich muss die hier nur eben dran binden, die zweite Hyazinthe. Und jetzt auch noch mal gucken, wie niedrig will ich die überhaupt hängen haben. Aber kann man ja alles immer noch ein bisschen justieren, wenn man meint, das soll noch ein bisschen höher sein. Einfach noch weiter um den Ast drumherum wickeln. Hier schneide ich die überschüssigen Enden der Schnur ab. Dann sieht das alles ein bisschen schicker aus. Ja, und wenn man möchte, kann man hier oben auch noch ein bisschen dekorieren.
Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, hier oben nicht mehr weiter zu dekorieren, weil so gefällt mir persönlich das Ganze jetzt am besten. Ja, und dann werde ich in dem Glas immer so ein bisschen Wasser drin lassen, damit das Moos über längere Zeit ja so richtig schön grün bleibt. Und die Hyazinthen lasse ich jetzt einfach in Ruhe. Die werden bei mir überhaupt kein Wasser erhalten, weil die haben so viel Energie in der Knolle, dass die dann das Blühen von ganz alleine in ein paar Tagen anfangen. Aber ich bin jetzt auch echt froh, dass ich hier oben nicht noch weiter dekoriert habe, weil ich finde, das kann jetzt auch ruhig so ein bisschen minimalistisch bleiben, das Glas. Ja, und ich werde mich jetzt auch an dieser Stelle bei euch verabschieden. Vielleicht konnte ich ja dem einen oder anderen von euch ein paar Inspirationen, Anregungen mit auf den Weg geben. Ist auf jeden Fall eine Deko-Idee, die hat auch nicht jeder zu Hause stehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!